Der Raum der Namen ist ein zentraler Gedenkort an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Dort sind die Namen aller bisher bekannten Opfer des KZ Mauthausen und dessen Außenlager zu sehen. Im virtuellen Raum der Namen sammelte die KZ-Gedenkstätte Mauthausen die Lebensgeschichte dieser Menschen. Bisher wurden uns 1745 Biografien aus der ganzen Welt zugesendet. Im Jahr 2020 haben wir 131 Texte, die in 11 verschiedenen Sprachen verfasst worden sind, ins Deutsche übersetzen lassen. Laura Dressel, auch in der Vermittlungsarbeit an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen tätig, ergänzt laufend den virtuellen Raum der Namen. Von der niederländischen Historikerin Anke Engel wurde uns dieses Jahr die Biografie von Jacob Gies Rubens geschickt. Er wurde bei einer Razzia in Amsterdam 1941 festgenommen und nach Mauthausen gebracht. Jacob, auch Jaap genannt, starb dort noch im selben Jahr im Alter von 22 Jahren. Die vollständige Biografie und viele mehr finden Sie unter raumdernamen.mauthausen-memorial.org. Hier können Sie auch nach Namen von anderen Opfern suchen. Wenn Sie zu einem Namen Informationen oder Bilder haben, können Sie diese online hinzufügen. Wir sind dankbar für Ihren Beitrag.